Ja, ich grüße euch und zwar kommen wir zu der Review von der Expertin 1 und Steuerberatung. Also vorweg, ich habe das DTE nicht bekommen von DTE, Focus Entertainment oder TSG. Also ich bin nicht in dem Programm von denen. Ne? Also ich war auch noch nie in dem Programm. Ich würde aber gerne, ne? Also falls ich das sehe, ne, kann man mal gerne mal gucken. Aber das DTE ist auch tatsächlich auf Steam und auf der Xbox. Ja. deswegen, ich weiß nicht, vielleicht haben die mich auch mal vor Jahren angeschrieben. Ich habe aber damals nie so richtig E-Mails geschaut. Deswegen, aber ja, ist halt so. Damals war ich auch noch ein paar Jahre darüber, auch jünger und auch kopfjünger. Aber ja, egal. Falls ihr auch irgendwer der Entwickler oder so, wer irgendwer der Entwickler hier zuschaut, dann könnt ihr am Ende auch, oder mich, falls irgendwas unstimmig sein sollte oder so, oder falls ihr irgendwas anderes wollt, dann könnt ihr auch gerne im Discord anschreiben oder auch per E-Mail anschreiben. Die ist in der Kanal, im Kanal ja verlegt, im Kanal ist ja. Deswegen, sonst könnt ihr auch bei Discord mir schreiben, der DM, also eine private Nachricht. Deswegen, ja. So, kommen wir mal zu dem Review, zur Review. Vorweg, die alle Leute sollten, ihr solltet AirPlugs im Hintergrund gesehen. Ihr müsst den Expert-Modus anmachen. In den Einstellungen der Spielehilfe. So. Da schaltet ihr den an. Ja, deswegen, das ist nochmal vorweg. Das ist auch eine Sache, ich fange jetzt an, das ist eine gute Sache, dass man es an- und ausstellen kann und dass das kein Zwang ist, weil. Ich kann mir vorstellen, allein schon wegen dem Steuerwagen, dass viele diese gekauft haben, weil einfach der Steuerwagen dabei ist. Und weil sie auch einfach Verbesserungen hat. Ja, man muss ja nicht unbedingt auf die ganze Zugdateneingabe und so darauf stehen quasi. Man kann auch einfach quasi einfach Table on the Table, also quasi Riesenränder rein, Bremsen lösen oder Bremsschlüssel rein und kurz wahrscheinlich warten, bis sie dann gelöst sind und dann man Hebel unsere Table machen, quasi nach dem Prinzip. Also es gibt ja Leute, die sind ja nicht so, die sind ja nicht, sind noch Anfänger oder die kennen das gar nicht. Die wollen einfach nur fahren und bremsen und sind nicht so Enthusiasten wie wir. Das ist ja eine Lok, die für uns Experten quasi sind. Sagt man ja. Deswegen. Finde ich es gut. Ist für Neulinge und für Veteranen sehr gut. Ich habe tatsächlich quasi kalt da reingeschaut. Ich habe nicht in das Manual reingeschaut. Ich habe es aber trotzdem geschafft. Also bis auf die Bremshundertstel habe ich tatsächlich alles selber herausgefunden, wie alles funktioniert und so, auch im Fahrzeug und so. Das sind die meisten Sachen. Dafür brauche ich keinen. Also tatsächlich ist auch das Ding, weil ich einfach zu faul bin. Ist auf Englisch zu lesen. Ich habe es ja schon Tage vorher auf Englisch. War ja für die englische Community. Aber es gab es auch auf Deutsch mittlerweile. Aber mittlerweile gibt es für diesen Zug, den man sich spawnen kann, quasi die eine Bremsrunde. Da muss man nicht wie in echt achten. Deswegen ist das ja nicht so schlimm. Da gibt man einfach diese eine Bremsrunde ein. Dann hat man es. Muss man nur die Zuglänge wissen und die Tonnen. Es gibt auch ein Video, jemand hat, ich glaube, der heißt Hightower, genau, Hightower heißt der. Der hat ein Video dazu gemacht, wie man die Bremsfunktion ausrechnet und so. Gerne kann man auch da vorbeischauen und Grüße, falls du das siehst, Grüße gehen noch nicht raus. Ja, Grüße gehen auch raus an die anderen, wie Felix der Weise und Brain Gamer und Transom Play, genau. Ich hab dann auch deren Videos geschaut. Ich habe aber. Also, was heißt kalt gestartet? Ich habe natürlich ein bisschen reingeschaut, um mir das anzuschauen. Ich habe tatsächlich auch nur ein Transient Place Stream gesehen. Da habe ich auf jeden Fall nicht so ganz alles angeschaut, weil ich nicht alles wissen wollte, weil es einfach Spoiler ist. Na, ich wollte einfach nur wissen, ob man da irgendwas Wichtiges beachten muss. Deswegen war das nicht ganz kalt, aber es war schon kalt. Es war nicht eiskalt, es war aber kalt. Also natürlich lauwarm. So. War also nicht cheaten. War noch kurz vor cheaten. Ja. Großartig war so quasi. Ja.
Ich finde es auch also extrem gut, wie das Fahrzeug aufgebaut ist. Also die Details und Innenraum und Maschinenraum, dass man auch reingehen kann. Auch finde auch witzig, dass dieses Guckloch, ja, dass das auch dann animiert ist, quasi. Ich dachte, man stellt sich aber davor und kann da reinsehen, so quasi nach dem Prinzip. Das hätte ich mir auch witzig vorgestellt. Also witzig vorgestellt. Deswegen. Ja. Und also, so wie ich den Steuerwagen in Erinnerung habe, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Sieht ja auch sehr gut aus. Ich meine, es gibt mehrere Versionen des Steuerwagens. Vom Führerstand weiß ich es nicht tatsächlich. Aber vom Innenraum, meine ich, gibt es mehrere. Aber ist halt typisch Steuerwagen. Mehrzweckabteil, riesengroß und dahinter die Sitze und dann das Klo quasi und das, glaube ich, auch das Behindertengerecht der WC. Und ja. Und da, wo die Fahrradstellplätze sind, oder, also wo das Mehrzweckabteil ist, ist auch direkt der, in der Nähe, wo die Türen sind, ist auch direkt der Führerschein so quasi. Man findet auch alles dort. Man findet tatsächlich auch versteckte Sachen, die man nicht so offensichtlich sieht, wie ein Zuflusssignal und so. Man muss da richtig gucken. Aber man kann auch richtig viel damit Scheiße bauen, quasi. Muss immer alles merken, was man gemacht hat, weil sonst kann es passieren, wenn man das nicht merkt und es war ein wichtiger Schalter. Ja, dann steht ihr da und denkt euch, was habe ich jetzt gedrückt, dass sich der Zug nicht weiterfährt? Mal gucken, war es die Notbremse? So quasi nach dem Prinzip. Mal gucken. Je nachdem, ich denke, das wird aber erst ein Stream kommen, wenn ich mein Headset habe. Ich werde mir eins auch nochmal testen, nochmal mehr im Stream, mal ein bisschen mehr ausfahren und so. Aber soweit funktioniert auch alles und so. Finde es tatsächlich auch mittlerweile dem Preis auch gerecht. So. Ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Ich war am Anfang auch dagegen. War auch so, finde ich schwierig. 36 Euro für ein DC, wo keiner weiß so richtig, ist das gut oder nicht. Man hat quasi die Katze im Sack gekauft. Und dann muss man muss hoffen, dass die Katze keine schwarze Katze ist, sondern eine Katze, die niedlich ist. Also quasi eine weiße Katze. Muss man natürlich hoffen. Ja. Tatsächlich hatte ich direkt in meinen. Auf die erste Lok, die ich geswarmt habe, war tatsächlich die 101.00. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das, ja, ich will es nicht Fehler nennen, aber ob das halt einfach dann so wie ein Fehler ist. So. Es kann natürlich ein Feature sein oder ein Easter Egg quasi oder ja, einfach so sein, dass es einfach so ist, dass die erste Lok einfach nur eine 0 ist, einfach Prototyp quasi. Und die anderen, die danach swarmen, sind dann random. Quasi, das der nämlich alle beiden Zahlen. Deswegen, aber meine erste, die ich auf Xbox hatte, keine 0-0-0. Also glaube ich eher, dass das das nicht ist. Also die erste, die ihr seht, ist tatsächlich die erste, die ich gespawnt habe. Und meine, die hatte keine 101-0-0 stehen. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht selber. Ja, also kommen wir übrigens auch zu den Negativen. Es sind nicht so viele, es ist halt vielleicht ein paar so. Wir kommen nochmal kurz zum Preis. Wie ich gesagt habe, am Anfang war ich ja gegenüber skeptisch. Aus dem Grund, weil man kann auch wegen dem Katze im Sack kaufen und auch weil es so bis zum Preview, kurz vor Preview-Stream, gab es nur Bilder, die nicht den Führerschein gezeigt haben, der Steuerwagen unter anderem. Ich habe schon öfter gesagt, es wäre besser, wenn sie den Steuerwagen zeigen, wenn sie mehr zeigen, weil. Wir kennen alle die 187 und man hatte selbst im Trailer den Sound nicht gehört. Das wäre kritisch gewesen, so, ne? Das war halt kritisch damals. Und deswegen, ja, also das darf halt DTG und auch TSG und so dürfen das nicht vergessen, dass wir ja schon mal sorry. Ups, also mal, ich sag's einfach mal ganz frech, quasi wie gescampt worden. Ja, das war nur der Sound. Der Sound macht das meiste.
Und auch noch die ganzen Bugs. Also, da war schon so ein bisschen Bauchgefühl, das war nicht gut. Aber ist gut zu sehen, dass wir dann doch noch mehr gesehen haben. Oder als der Preview-Stream kam, hat man sich dann sowieso schon gedacht, ja, das wäre gut. Ne, also, ja, deswegen. Aber um vielleicht noch Vorschläge zu geben oder was man nächstes Mal machen, besser machen kann, man kann auch einfach die Lok in mehreren Lackierungen mitgeben. Ja, ich habe ja gesagt, dass die Wickler nicht so viel Zeit hatten gegen Ende. Dass auch noch ein paar Sachen nachgefixt werden und justiert werden und nachgerüstet werden quasi. Noch verbessert werden. Das hab ich schon gehört. Ich habe da zwei Seiten. Ne? Ich bin da für die Wickler und auch gegen die Wickler quasi dementsprechend. Ich finde es einerseits nicht gut, das macht einen schlechten Eindruck. Und auf der guten Seite ist auch wieder, ja, man kann das jetzt hier auch wieder kaufen, wenn es dann, kann sich jetzt hier auch, das jetzt hier auch kaufen, wenn dann die ganzen Features mit oder ganzen bisschen paar Fehler behoben wurden und etc. Also, man muss sich aus der Mücke Elefanten machen, quasi. Ist schon okay. Man kann aber wegsehen, so. Deswegen, also, solange das Fahrzeug fährt und es so funktionieren wie soll, dann habe ich auch mit kein Problem. Es gibt viel Schlimmeres als das. Also, ne, also deswegen. Es gibt viel schlimmere Sachen, die bis heute nicht gefixt wurden und so. Und deswegen ist schon okay, so quasi. Quasi. Deswegen, ja. Da ist auf jeden Fall dann quasi wieder händeschüttelnd, quasi. Ne, ich sag hier auch nur meine Meinung. Und deswegen. Ihr könnt ja auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr das die Ziel natürlich meint, findet. Ihr könnt alles so schreiben, übertreibt es noch nicht wegen dem Preis. Ich bin kein Befürworter des Preises, ich bin auch kein Gegner davon. Ich bin in der Mitte, ich sehe es mit beiden Augen. Ich sehe es mit den Leuten, die so viel Geld haben, ich sehe es aber auch aus der Wegler-Seite. Also da ist sehr viel eingeflossen an Zeit. Und der andere, der hat natürlich nicht so viel Zeit für Geld. So, ne, vielleicht so, 36 Euro ist halt auch ein Strecken-DLC-Preis. Das ist halt ein Riesen, das ist halt, ich kann das auch verstehen von den Leuten, die dann sagen, ach, ja, weiß ich nicht. Aber das Thema Preis mal sein. Da können wir auch immer noch drüber morgen reden, quasi. Ich hoffe, wir kriegen nochmal irgendwie nochmal ein Update für die ganzen Fahrpläne, weil es wäre doch bestimmt viel besser, wenn man noch ein paar Fahrpläne updatet. Ja, Riesa Dresden ist, oder München, Augsburg, München, Rosenheim, Salzburg ist auch eine Strecke, die auf TSV 4 sind. Dresden ist nur auf TSV 4 upgraded. Sieht man auch und merkt man auch tatsächlich ein bisschen oder eigentlich mehreren Stellen. Deswegen, aber da gehören halt einfach mehr Strecken. Und das kann man auf eigentlich allen Strecken einsetzen. Auf alle. Und ich habe auch gesehen, das kann ich vielleicht auch noch als positiv nehmen, dass sie natürlich auch einfach nutzen können. Ich habe tatsächlich durch Zufall das auch nur gesehen, dass sie den Fehler mit dem Licht hinbekommen haben. Da war ich tatsächlich, habe ich mir gedacht, oh, cool. Also auf allen Strecken haben die ja so ganz komisches Licht. Oder das spawnt manchmal richtig. Das haben sie auf den allen Strecken hinbekommen. Ich habe es doch super gesehen nur. Aber ich habe eigentlich nur gedacht, das Licht einfach, ja, sieht bestimmt wieder komisch aus. Aber nee. Es ist normal gespawnt, wie auf einer anderen Strecke, wie im Training Center, wie auf Dresden-Riesa, wie auf, ja, ich was. Ist ganz normal gewesen.
Also, deswegen, also, das wäre auch noch ein anderer Lob, aber ich glaube, den wird niemand hören. Weil es nämlich so ziemlich am Anfang, am Ende des Videos ist, aber ist halt so. Wer bis anhört, hat diese Info noch zusätzlich bekommen. Und kann sich wohl freuen, dass hier eins auf eigentlich alle Strecken funktioniert, die zumindest deutsch sind. Deswegen, ja. Ja, ich lasse euch auf jeden Fall noch ein bisschen Gameplay laufen, damit ihr das noch gucken könnt, in Ruhe, ohne meine Stimme. Ja, und vielleicht lasse ich das auf 20 Minuten da laufen, dann könnt ihr euch das ansehen und ich würde mal sagen, bis wir uns wiederhören, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.